Wir stehen hier in der Speisengasse, mitten in der Altstadt von St. Gallen, wo hinter uns das St. Gallenhaus realisiert worden ist, zusammen mit Made in St. Gallen Initiative, Support Your Local Artist und der Kinderbetreuung, wo alles Jahr im Haus stattfindet. Das Haus ist eigentlich wie eine Wundertüte. Also man kommt rein, dann hat man ganz viele verschiedene einzelne lokale Produzenten von Lebensmitteln, Textilien, Kunstproduzierende. Man entdeckt in jedem Ecke wieder etwas Neues. Das Gemeinsame haben wir, dass alles von der Region oder vom Kanton auch kommt und dass so viele verschiedene Partner da involviert sind. Ja, es fühlt sich super an, hier im St. Gallenhaus zu sein. Und gerade für uns, die relativ klein sind, damals mit in der Innenstadt, wir spüren da richtige Begeisterung und da macht richtig Spass, um hier zu sein. Es ist sicher speziell, Kleider neben Käse und neben Gin und neben Hüte zu verkaufen. Aber ich glaube, das macht es eben genau aus, weil es zeigt, wie wahnsinnig vielseitig der Kanton St. Gallen ist und für wahnsinnig viele schöne Sachen, dass hier produziert wird. Die Zukunft liegt unserer Meinung nach in den sogenannten Mischnutzungen, also in Läden, wo ganz viele verschiedene Sachen angeboten werden. Und genau da macht es dann eben aus. Dann wird Kreativität sichtbar. Man kann ganz viele verschiedene Leute involvieren. Und eben gerade mit der Kinderbetreuung zusammen ist nochmal ganz etwas anderes, was im gleichen Haus stattfindet. Und da ist auch noch das Spannende für die Besucherinnen und Besucher. Die kommen rein und entdecken überall wieder etwas Neues. Und so ein bisschen der Überraschungseffekt, der da stattfindet. Wir haben schon sehr gut gestartet zum Verkaufen und wir sind auch immer fleissig am Nachproduzieren, weil wir halt zum Teil schon ausverkauft gewesen sind und schon wieder haben müssen aufstocken. Es ist ein mega cooles Gefühl, hier dabei zu dürfen, weil man hat mal so den 1:1 Kundenkontakt. So kannst du dich mal direkt mit ihnen unterhalten, vielleicht auch mal noch über etwas anderes als nur über Kleider und ihnen ein bisschen erzählen. Und das ist mega cool, weil man bekommt auch mega viel Feedback und gutes Feedback. Durch das Konzept, durch das St. Gallenhaus, gibt es genau eine neue Art von Angebot, eine kreative Umsetzung von einem Konzept, das es so in dieser Art und Weise nicht gibt. Soll neue Besucherinnen und Besucher anlocken für die Innenstadt in St. Gallen, besonders jetzt in der Adventszeit, wo wir ja jetzt in einer aktuellen Phase sind mit Covid, wo es viele Detailhändler auch schwierig haben, wo der Onlinehandel massiv steigt, oder? Und dadurch haben wir auch noch ein bisschen einen Impuls schaffen, um eben auch die Attraktivität noch mal zu steigern, dass die Leute in die Stadt kommen. Allein hätten wir das nie über die Bühne gebracht. Jetzt insgesamt haben wir über 30 Künstlerinnen und Künstler, die hier mit involviert sind, mit ihren Werken. Wir haben über 15 Partner von Made in St. Gallen, die mitmachen. Wir haben die Fachstelle Kinder und Familie, die Kinderbetreuung anbieten. Also extrem viele verschiedene Leute und Institutionen, die am gleichen Strick gezogen haben. Und es hat dank dieser Gemeinsamkeit oder dem gemeinsamen Ziel, das man hatte, hat es funktioniert. Und wir können am 25. November sagen, jetzt geht die Türen auf. Ich bin durch die Stadt gelaufen und habe links und rechts geschaut. Und das hat mich wundergenommen, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ich habe es gesehen auf Instagram, auf der Suche nach einem Geschenk. Und dann bin ich mal da reingeschaut. Ja. Wenn man so ein Haus hat, weiss man wie, da kann man hin und man sieht gerade ein paar Sachen aufs Mal. Und das finde ich eigentlich noch cool, gerade für Auswärtige. Like given this store, I can like get to know some interesting things. Not those stuff that everyone would know. Schöne Produkte, lokal und regional, das ist wichtig. Cool wäre es, wenn sie es länger da haben oder sogar eben so bleiben, dass man immer wieder kommen und dass auch vielleicht junge Leute, die sonst nicht die Möglichkeit haben, um ein eigenes Geschäft aufzutun, die Möglichkeit bekommen, um ihre Sachen so zu präsentieren.